Ist diese kleine weiße Pille etwa die Pille für jedermanns Glück? Naja, die Rede ist von den Soundcore Space A40. Und genau die habe ich für euch getestet und möchte euch einmal verraten, für unter 100 Euro sind das wirklich die besten In-Ears? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smart Home Blogger Kanal. Damit willkommen zurück und schön, dass ihr diese weiße Pille seht. Soundcore hat mir die Space A40 zur Verfügung gestellt. Ich habe das Ganze einmal für euch getestet, denn Kopfhörer für unter 100 Euro, da gibt es extrem viele und ich möchte einmal rausfinden, sind sie dieses Geld wirklich wert? Und bevor wir zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, los geht's. Die Space A40 Kopfhörer gibt es in gleich drei Farben. Schwarz, weiß und blau. Und ich muss sagen, die weiße Version, wie ich sie hier habe, die gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Der Lieferumfang ist das, was man nun mal bekommt. Heißt, ihr habt natürlich das Case mit den In-Ears mit dabei, aber typische Soundcore auch. Verschiedene Silikonaufsätze, um das Ganze passend für euer Ohr zu konfigurieren. Ein Ladekabel ist ebenfalls mit dabei. Das braucht ihr aber gar nicht so oft. Warum, das verrate ich euch jetzt gleich. Ganz wichtig für euch, wenn ihr das Ganze für euch gut einstellen möchtet, dann macht es wie ich, ladet euch die passende App dazu runter und schon könnt ihr das Ganze für euer Ohr anpassen. In den Soundcore-Videos zuvor habe ich das auch immer schon mal gemacht und muss sagen, darüber holt man natürlich extrem viel raus. Rausholen kann man aber auch natürlich die In-Ears selbst und sie sind sehr klein, sehr komfortabel und verdammt leicht. Denn mit 4,9 Gramm sind sie leichter als alle anderen In-Ears zurzeit und fast die Hälfte leichter als die aktuellen Sony In-Ears. Also da merkt ihr, hey, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Trotzdem habt ihr 6 Mikrofone insgesamt verbaut. Ihr könnt das Ganze auch direkt über die In-Ears navigieren. Finde ich auch definitiv ganz cool, denn immer sein Smartphone rausnehmen zu müssen, ist natürlich auf der einen Seite ganz gut, aber und nicht rausholen müsst ihr dann am Ende euer Smartphone, denn wenn es um Active Noise Cancelling geht, dann könnt ihr hier eine Reduzierung von bis zu 98% bekommen. Das sagt zumindest Soundcore selbst. Was aber schön ist, das Ganze kann automatisch passieren. Heißt, das Geräuschprofil wird für euch passend ausgesucht und das finde ich ist für mich eine Art Novum oder ich habe noch nie darauf geachtet, aber das Ganze hat auch wirklich im Alltag bei mir funktioniert. Active Noise Cancelling ist natürlich die beste Möglichkeit, komplett abzuschalten von der Umwelt. Und das ermöglichen uns hier die Space A40 und Space, naja, denn das Ganze kann auch unter anderem im Flugzeug passieren. Ihr habt dort die lauten Turbinen und da ist das Ganze natürlich sehr, sehr praktisch. Oder ihr seid am Bahnhof und alles ist extrem laut. Auch da wird alles für euch reduziert. Reduziert wird auch die Anzahl der Ladezyklen. Klingt jetzt im ersten Moment ganz komisch. Aber Soundcore hat mir zumindest vorab gesagt, hey, 50 Stunden. Wirklich 50 Stunden könnt ihr das Ganze nutzen. Normalerweise liegt es immer so bei 30, 35 Stunden. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz auf diese 50 gekommen. Es waren am Ende zumindest in meinem Versuch 48 Stunden. Da musste ich es wirklich aufladen. Aber hey, 2 Stunden mehr oder weniger, es heißt ja auch bis zu. Und es kommt natürlich auch auf unser Benutzerverhalten an. Aber das ist verdammt, verdammt gut. Wenn ihr das Ganze dann aber für 10 Minuten mit dem passenden Kabel aufladet, dann habt ihr die Möglichkeit, direkt wieder volle 4 Stunden Musikgenuss zu bekommen über diese Kopfhörer. Also ihr merkt, da geht schnell extrem viel, wenn man irgendwie dann gerade in Eile ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch kabellos aufladen, das ist nur einer dieser Vorteile. Ihr habt ja aber auch Multipoint-Verbindung und das bedeutet, verbindet 2 Bluetooth-Geräte gleichzeitig, um mühelos zwischen Audio, Anrufen und vielen mehr zu wechseln. Das ist natürlich ganz cool und wir haben Hi-Res Audio Support und das bedeutet, bis zu 3-mal mehr Details als Standard-Bluetooth-Codecs gehen dann hier durch. Das heißt, noch mehr Sounderlebnis für euch. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, hey cool, der hat das Ganze getestet und ja, okay, 100 Euro, okay. Aber okay ist auch, dass ihr nochmal 20% Rabatt bekommen könnt. Denn das Ganze habe ich hier unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Nutzt also gerne den Rabattcode, wenn ihr sagt, hey, das klang insgesamt ganz gut. Denn nicht nur der Klang ist sehr gut bei diesen Kopfhörern, sondern ihr könnt das Ganze extrem lange nutzen. Und Active Noise Cancelling, come on, das wünschen wir uns doch irgendwie alle. Also schaut euch gerne diese kleine weiße Pille etwas näher an oder bestellt sie euch in schwarz oder in blau. Die blaue Pille? Naja, anyway. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smart Home Blogger.